Kids, mira, ahora es primera online. Ja, irgendwie schon, keine Ahnung. Aber ich glaube, das lag jetzt auch an dem Netzwerk von Supercard. Da wäre der Torhüter mit reingeflogen mit dem Ball. Ja, das sage ich dir, wenn ich den Elfer geschossen hätte. Alter, 6-0, was ist da los? 7-0, Alter. Ja, das nächste Event ist Road to Glory. Ah, oh, jetzt kommt der erste Scheiße. Ja, Einzel, am Donnerstag. Und ich glaube, nächste Woche ist dann Team PCC. Montag. Dem Karsten. Ja. Keiner, wir sind alle stärker, oder? Aber Team PCC ist nächste Woche, oder? Nein, ich glaube nicht. Kalifa. Hallo Camping Champ. Oh, nee, es ist Deutsch. This is German. Sorry. Ach so. Interessiert keinen. Wir müssen wissen, wer Survivor und WrestleMania ist. Kalifa, schreib noch mal hin, oder warte kurz. Deadman Ink war ich jetzt schon drauf. Ja, und da du eh legendär bist. Oder es ist doch legendär hier, ne? Das Zeichen. Glaube ich, würde unser Anführer dich nicht nehmen. Ich glaube, wenn jetzt jemand rausgehen würde aus unser Team, der müsste mindestens WrestleMania sein. Ich würde
Ich würde Seth Rollins löschen. Aber Bayern gewinnt, Jens. Bayern gewinnt. Keine Angst. Wie gesagt, das Team ist voll. Also, ich weiß, ich glaube auch nicht, dass jemand da rausgeht aus dem Team. Nee, wen ich löschen würde, wäre hier der Vogel. Sheamus. Hä, wieso ist dann. Das ist doch aber nicht Survivor Plus, dein Zeichen. Das ist doch legendär. Oder bin ich jetzt doof? Das ist doch das Legendäre da, wo der Gürtel. So Leute, ich mache jetzt mal kurz. Ah, okay. Ich mache mich jetzt mal. Ich mache mal kurz eine 5-minütige Pause. Ich muss was für mein Herzen tun. Nach diesem ersten Halbzeit. Ah, ich hoffe, ihr seid dann noch dabei. Also bis gleich. Im Hintergrund läuft ein bisschen Musik. Servus Thunfisch. Ich komme gleich wieder. Ich mache eine 5-minütige Pause. In der Zeit beschäftigst du dich mal mit dem Chat und dann geht's weiter. We'll be right back.
So, ich bin wieder da. Oh Mann, ey, soll ich weiter nach rechts schieben, ja? Ja, ich tanze, Jens. Ja, ich singe auch und tanze natürlich. Torben, ja, dann sag mal an, wie der heißt. Oh, ich hab gewonnen, geil. Servus Marius. Ja, coole Karten. Ja, Mann. Okay. So, zweite Halbzeit. 573 hast du. Danke, Khalifa. Das erste Mal unter Top 3 bin ich diesmal. Das ist richtig geil. Ja, mit was kann ich dann zocken? Plus 1 oder plus 3 oder plus 5er Matches, Jens? Sieht bestimmt voll cool aus. Schafft er nicht mehr. Schau, wir sind bei 400 und verlieren auch schon die plus 2er. Also schwierig.
Ja, ihr könnt das doch schaffen, Torben. Alter, ich dachte es jetzt gerade, was ist. Boah, Servus Tal Haya. Naja, das hat mich geschockt, Jens. Mach das nicht nochmal. Was, wir haben verloren? Echt jetzt? Alter. Fick doch die Henna. Moin, Tal. Tal Haya. Oh ja, das war's, Alter. Das hast mich echt erschreckt. Bei uns wird Bayern gewinnen und beim Torben Apollo. Joscha 00, danke für dein Follow. Und hallo, willkommen im Stream, Joscha. Darauf ein Gummibär, alter Netzwerk. Und hast auch Play-Level. Jawohl, Tal Haya. Da hast du recht. Alter, 3-1, oh Mann. Ich glaube schon, aber Bayern muss hinblättern, glaube ich. Bayern muss viel Kohle zahlen. Wenn Dortmund schlau ist, 30 bis 40 Millionen. Ah, nee, es ist zu viel. 20 bis 30. Wenn Dortmund schlau ist, aber Dortmund ist ja nicht schlau. Welches Programm? Danke, Tal Haya, für dein Follow. Was für Programm meinst du? Zul XX? BlueStacks meinst du, oder was? Alter. Das ist BlueStacks. Das ja. Oh, bleib mal lieber mal auf dem Supercard. Ups. Da habe ich Scheiße gebaut. Bitte. Oh. Play Nevek, danke für den Follow. So, machen wir weiter. Das ist mein zweiter Survivor Pool. Hab schon Kevin Owens. Nee, mein dritter. Ich habe ja schon Mike jetzt auch als Pro. Und willkommen im Stream. Play Nevek.
Top Tom. Ist es okay, Jens? Oh, jetzt habe ich mich verheddert mit meinem Kabel. Oh. So. 0 Punkte, jawohl. Jetzt stehe ich nicht auf, ja, ich bin ja kein Schwab. Sie haben ja gestern noch Fresse bekommen von Bremen. Marius, 5100, danke für dein Follow. Ja, klar, hallo. Jetzt habe darauf ein rotes Gummibärli. Mann, 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 Alter. Natürlich war das abseits. So, Bayern, jetzt, aber jetzt kommt. Servus, Toilette. Ich habe auch 100 Credits bekommen. Manche haben sogar 600 bekommen. Scheiße. Können gerade ausrasten, ey. Scheiße. Achso, ich habe nur 100 gecasht. Tja. FIFA lässt grüßen mal wieder. Was hat gebackt? Na, es wird jetzt sehr schwer für Bayern. Ach so, meinst du das mit gebackt? Alles klar, Jens. Jetzt habe ich verstanden, den Witz. Servus, Fabio Helmers. Leck mich doch am Arsch. Danke für dein Follow, Fabio Helmers.
Ey, Härte gehen wir jetzt mal lang auf den Sack hier, ey. Na Bayern, da muss jetzt Druck kommen, Druck. Stellen Sie jetzt unten rein. Das war's. Natürlich hat ihr den selber gemacht. Was für eine Frage, Jens. Aber von da sieht es jetzt nicht so aus, als wenn es abseits wäre. Scheiße. Wieso bist du für Atletico? Ich bin international auch für Dortmund, also. Scheiße. Alles klar, Tom. Nein. Wie kann man als Deutscher, der in Deutschland oder der in Deutschland lebt, für Atletico sein. Das ist doch für die Bundesliga scheiße. So verlieren wir bloß wieder den Platz in der 5-Jahres-Wertung und können nur 3 deutsche Teams ins Rennen schicken. Ist doch auch nicht schön. Servus Pascal. Warum? Warum magst du kein deutsches Team? Weißt, die anderen, die haben alle so viele reiche Scheiß, ja, die nur das Geld in den Arsch gepumpt kriegen, wie die königlichen Madrilaner oder Manchester United oder Chelsea oder Manchester City, nur mal so zu nennen. Also das verstehe ich jetzt nicht. Aber du lebst in Deutschland. Ja, ich hab doppelte, aber nicht so viele und wir können schon gerne tauschen, natürlich, Kanifa. Komm, Elfmeter, komm. Ein Philipp Lahm lässt sich nicht so einfach fallen, das ist doch ein Witz. Ja, aber gut, okay, Patrick, du musst jetzt sagen, wir sind Bayern-Fans, wir sind immer nur eins oder zwei. Ja, aber zum Beispiel, wenn jetzt ein Wolfsburg oder ein Gladbach-Fan, ja, die müssen immer kämpfen um den 4., 3. Platz oder 4., 5. Und da freut man sich doch, wenn man dann 4 Plätze hat. Und ja. So ist richtig. E-Mail-Adresse steht immer unter jedem Video von Steffo, der Sammler. Hab mich jetzt umbenannt. Nicht mehr Steffo Sammelsticker und Sammelkarten und Sticker, sondern Steffo, der Sammler. So.
Hier wird Deutsch gesprochen, genau. Ich hau ich mal raus. So, mein letzter Verdoppler. Ich hole mir dann aber auch keine mehr, weil es bringt ja eh nichts. Nee, finde ich nicht. Ja. Wir brauchen EA. Wir brauchen das Momentum. Hier, schau dir das Spiel zum Beispiel an. Da ist nichts Langweiliges. Mann! Auf, kommt! Ich habe immer noch neuen Abonnenten, Patrick, und ich krieg keine dazu. Ich dachte mir, Servus Dom, und ich dachte mir, ja, komm, ich nehme mich mal anders um, weil Steffos Sammelkarten und Sticker ist, glaube ich, ein bisschen zu lang. Und ich habe auch immer in der Suchdingsbums gesucht nach Steffo. Also ich habe einfach Steffo eingegeben, da kam natürlich mein erster Kanal. Aber zum Beispiel der Sammelkarten und Sticker-Kanal kam nie. Nur ein paar Videos, aber auch auf Seite 20 oder so. Und ja, und jetzt habe ich nur Steffo, nee, ohne S. Also müsste es ja normalerweise auch wieder oben sein, weil Steffo und Steffo, ne? Mal gucken. Also, Khalifa, dann schickst du mir mal eine E-Mail und dann machen wir das mal aus. So, Bayern, jetzt komm on hier, Alter. Ich würde auch mal auswechseln. Aber wen haben wir denn noch? Wer kann denn noch rein? Wir haben keinen mehr auf der Bank, oder? Der gut ist. Also. Thiago würde ich jetzt noch reinbringen. Für Alonso. Coman, ja, Coman, natürlich. Also, ich würde Coman und Thiago noch reinwechseln. Max, was meinst du? Keiner, doch? Was meinst du mit keiner, doch? Danke dir. Danke, Dalaya. Achso, du meinst jetzt hier vom Twitch, ja, aber ich habe gerade über YouTube geredet. Ist kein Plan, Max, ja. Ja, Bayern hat schon gute Spieler, aber wir sind jetzt bloß nur der Thiago eingefallen. Aber ich verstehe nicht, warum er jetzt nicht wechselt. Mein Gott, kann da jetzt nichts mehr schief gehen. Danke, Talhaja. Max, danke. Und Pascal XXD, falls ich es jetzt noch nicht gesagt habe, danke für dein Follow. Khalifa, dir noch einen schönen Abend, gell? Ah, Patrick, du Arsch. Ist eigentlich aber scheiße. Danke, Max, für deinen Follow. Ja, Kaspar, kaum bist du weg, geht's hier ab, weißt du? Servus, Cynics.
Welcher Niki? Ach so. Schön für dich. Ja, dein Opa sagte, ein Unterschied ist besser als eine Niederlage, aber nicht beim Champions League Halbfinale. Ja, aber Kaspar, es wird jetzt schon sehr schwierig. Stellen Sie jetzt hinten rein, die Athletik, die Madrilana und dann. Also, ich glaube, es. Also, wenn, dann müsste er jetzt mal wechseln für einen Coman und einen Thiago reinballern. Aber er macht nichts. Er macht einfach nichts. Ich verstehe das nicht. Denkt er, jetzt kommt noch eine Verlängerung oder was? Ne, glaube ich auch nicht. Wenn da sich jetzt nichts ändert, dann holt sich's auch nicht Bayern. Zunge rein. Was für Langeweile, Patrick. Muss spätestens um 7:30 morgen wieder raus. Na, ich finde den cool, den Ribéry. Leider ist der schon so alt. Leider. Echt. Ja, du hast Schule. Kannst du in der Schule pennen. Zunge rein, Max. Boah. Ich hab's dir gesehen. Alter, ich hol keine Punkte mehr. Oh. Ja, ich hab Skype, Kaspar. Ja, kannst mich retten. Weiß bloß nicht, wie ich heiße. Patrick, schreib ihm mal bitte eine private Nachricht, wie ich bei Skype heiße. Ich weiß es nicht. Grad. Ach klar, wird der Akro. Nichts funktioniert. So ein Ball. Bayern, Bayern, Bayern. Macht es, Patrick. Plötzinger, Spezi, richtig geil. Rosenheim. Servus, Raiku. Willkommen im Stream. Kaspar.
Das ist mir klar. Ich habe einen Opa, also mein Opa, ne? Also ich habe einen Opa, ist klar, oder? Und der hat eine polnische Frau. Weißt du Bescheid, ne? Und sie hat Söhne und ja, weißt du Bescheid. Und jetzt im Juni fahre ich zu meinem Bruder auf die Hochzeit und da kommt mein Opa auch. Oh, da wird Wodka gesoffen, leck mich am Arsch. Ich weiß, deswegen habe ich es ja gesagt. Ich vergesse nie was. Naja, ist doch für dich auch was gar kein Unbegriff. Toilette. Jawohl, Alter, kommt es! Ja, Mann! Kein Abseits, jawohl! So, jetzt kommen wir jetzt Bayern. Oh, jetzt glaube ich geht Atletico Abwehrriegel rein, ne? Fünferkette. Das brauche ich gar nicht. Hallo, servus Rashikrom. Ja, aber es wird eng, gell? Wird eng kommen. Noch 4 Stunden, glaube ich, oder? Oh, meine Haribos sind leer. Produktplacement. Oh, die zwei Bayern. Bayern Goldbären. Oh. Räum mal doch lieber auf, gell, bevor wieder die Freundin hier meckert. Nein, wir müssen jetzt noch ein Tor schießen. 2 Tore Unterschied. Muss sein. Hier, Jens. Was war da nix? Servus, Kexi. Na, mein Gott. Ah, komm aus drin. Okay. Okay, na, aber müsst ihr euch reinhauen, ne? Auf geht's, Bayern schießt ein Tor, schießt ein Tor. Was war da? Ich will die andere Zeitlupe sehen, die Idioten. Oh, jetzt ist die Kurve.
Wahnsinn. Tja, das fragt man sich, ne? Warum das nicht im Hinspiel so ging? Oh, Alter, ey. Ich würde jetzt einen Thiago mal rein einwechseln, muss. Alles klar, Kaspar. Ich habe Skype ausgemacht. Beantworte später dann. Oh, Scheiße. Ach. Netzwerk, Alter, jetzt mal auf den Sack. Alles klar, Kaspar. Viel Erfolg noch. Danke dir auch, Kaspar. Ciao, ciao. Und Daumen drücken für Bayern. Oh, macht keinen Scheiß hinten. Was soll denn das, Alter? Gelb, Junge. Wahnsinn, Wahnsinn. Ich gehe gleich damit gleich auf den Rasen, ey. Komm, schieß, schieß! Oh, kein Konterfall. Komm, rauf da! Jawohl! Och, Alter, ich komm gar nicht jetzt zum Zocken. Belagdop, ja komm, verpiss dich. Ja. Aber er hat jetzt keine gelbe Karte gesehen, ne? Das ist auch wieder so ein Witz. Komm, Latten um einfach. Meine Frau, unser, komm, mi. Du brauchst jetzt nicht auswechseln, du Arsch. Jawohl, wird nicht angenommen. Ah, oh, keine Ahnung. Boah, Leute, Alter. Ja, wird doch angenommen. Wer kommt da? Na. Och, wie lange streame ich? Oh, keine Ahnung. So lange wie ihr wollt. Nein, Schwan. Keine Ahnung. Boah, noch 9 Minuten, ey. Servus Nox, willkommen im Stream. Nein, bestimmt nicht. Komm, lauf! Ah, Alter, 2-0 schon wieder. Ich verliere nur noch hier, ey. Wisst ihr das? Mann, Alter. Thank you.
Es war außerhalb. Willst du mich verarschen, Schiri? Willst du mich verarschen? Es war außerhalb. Fuck, Fernando Torres, Alter, du schwule Sau. Oh, sorry, Leute, aber das regt mich gerade sowas dann auf. Jetzt wechsel doch mal Thiago ein, Junge, Mann. Aua. Mann. Ah. Alles seit jetzt für Atletico. Mann. Sehr schön. Was für ein Spiel, ey. Sehr schön, rasch gekommen. So, jetzt kommt's, Leute. Noch 5 Minuten. Kommt Bayern. Meine Fresse. Scheiße, Alter. Ja, ich habe das noch nicht angemacht. Oder eingestellt, richtig. Son Request. Jawohl, Alter. Jawohl. So, jetzt komm. Die Ecke muss jetzt rein. Die Ecke muss jetzt rein. Oh. Hinter dir, mein Gott. Hallo, GG Player, GG. Boah.
Oh, Bayern. Mein Gott, steh auf, Junge. Was hast denn du heute schon geschafft? Das ist so ein Wichser, Alter. Ja, mach ich richtig krumm. Gibt's echt kein ultra seltenes Team? Ja klar, muss alles nachspielen lassen. Was soll der Witz? Oh, wenn da Lewandowski rankommt. Das ist natürlich doof. Fünf Minuten. Patrick, komm, wir regen uns nicht auf. Oh, GG Player, GG, danke für dein Follow. Ich habe die 50 Follower. Ich danke, es geht nur an euch. Natürlich ist das Spiel behindert. Aber jetzt kommt jetzt mal eine ordentliche Ecke, Alter. Wir sind da so schlecht in den Ecken. Danke dir, Patrick. Oh, Alter, hast du das gesehen? Habt ihr das gesehen? Der Schiri von Atletico, Simeone, hat da Wahnsinn. Danke, dass ihr kommt. Alter Schwede. Habt ihr das gerade gesehen? Ja, du keine Strafe oder so, weißt du? Das ist so erbärmlich wieder. Mit einem Apple-Konto. Nee, BlueStacks ist nur für Android, ne? Oder?
Keine Ahnung. Ich hab's leider nicht gesehen, das war scheiße. Ich würde jetzt alles nach vorne, aber was soll das jetzt hier? Natürlich, natürlich! Oh, Martinez, Alter. Kommt jetzt, letzte Chance. Ich mache jetzt hier danach eine kurze Pause, schnell. Also bis gleich. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah.
Ach, Leute. 2-1 hat Bayern gewonnen. Aber leider rausgeflogen. Unverdient, unverdient. Drecks Atletico Pack. Bin total erschüttert, ey. Mann. Wahnsinn. Wahnsinn. Au. Alles klar, Patrick. Ja, hör bloß auf, Alter. Ich bin jetzt auch echt angefressen wegen dem Scheiß da. Und da kommt hier so ein Scheiß wieder, Mann. Ich auch nicht. Ach man. Boah, ich verliere nur noch hier. Was ist los? Natürlich wertet er sich auf. Komm jetzt. Ich glaube, das reicht nicht. Natürlich nicht. Ach Mann. Was hat man so gewonnen wieder, Mann?
Nee, Survivor Pick dauert noch. Wie gesagt, ich hatte den letzten Jahr hier beim letzte Woche bei der Roto Glory. Und das war ein legendärer Pick. Und seitdem habe ich ja dann auch nicht mehr gespielt. Ach nee, vor 2 Wochen. Letzte Woche war ja Ring Domination. Und seitdem habe ich nicht mehr gezockt. Ach, Jens. Ich sag ja zunächst mal, es ist ein Schiri kann so eine Tonne treten. Kötteli kannst du eine Tonne treten. Oh ne, gewinne ich sogar, okay. Was, Cena locker? Hat schon Cena locker 1000 Spiele gemacht? Fatih, hola. Was sagst du wieder auf WrestleMania? Servus, Tede Lombardia. Hi, Fatih. Okay, wusste ich gar nicht. Ja, glaubst du schon? Ne, schaffen wir nicht mehr. Ich glaube, es zockt eh keiner mehr, außer Patrick und ich noch. Und ich gewinne jetzt mal seit 3, 4 Spielen mal wieder ein Spiel. I don't speak Spanish. A little bit Portuguese. Ich natürlich, hallo. Nee, aber ganz ehrlich, also ich hätte niemals da Elfmeter gepfiffen für Diego, auch wenn es der Ball nicht drin war. Aber solch eine Fehlentscheidung schon, ja? Also, tut mir leid. Der Schiri war ja ein paar Meter nur weg. Er hatte freie Sicht und also, nee. Also, so ein Witz. Auch wenn der Ball jetzt nicht drin war, ist es halt egal, aber auch so manche Fehlentscheidungen. Das ist richtig. Der hat gleich wieder abgepfiffen. Servus, BA3Y live. Und 22 Punkte bis zur epischen. Und unser Team ist episch. Und wir schaffen den vielleicht nicht. Oh, das ist natürlich scheiße, gell? Dann hänge dich noch ein bisschen rein, dann schaffst du ihn vielleicht noch. Mit deinem Team. Mei, dass ich hier sogar spanische Zuschauer habe. Fatih.
Was ist KYS? Gegen KYS? Ja, André und Dingsbums, wie heißt der? Der Kenny, die zocken kaum, ja. Und Jens, freust du dich schon auf Freitag? Echt ein Witz. Ja, und der kenne ich auch. Nee, anal, auf Anal stehe ich nicht so, Fatih. Und danke für dein Follow. Zähle Rayman, willkommen im Stream. Was ist scheiße? Zille Rayman. Ja, das ist natürlich doof, ne, mit den Anmeldebonus. Na, ist klar, Patrick. Vor allem nach so einem Spiel. Ich war Survivor und Survivor 1. Und Jens, freust du dich auf Freitag? Was habe ich für Film gesehen? Zille Rayman. Oh ja, Mayday am Freitag. Also, Jens, du bist einfach Wahnsinn. Was, Koch? Bin doch kein Koch. BR3Y Live, danke für den Follow. Ja, Friday habe ich jetzt schon gedreht. Ich habe bis nächste Woche. Boah. Montag, Dienstag gedreht. Barry Life, okay, alles klar. Herr Chef von John Favreau? Bist du oder was? Was? Ich verstehe das gerade nicht. Ich stehe gerade auf dem Schlauch, Zille Rayman. Das ist die Antwort dazu, Jens. Ich habe einen schönen Schwanz, ja, ich weiß.
Okay, Patrick, ja, ist ja kein Problem. BWE-Karten sammle ich auch. Aber Jens, eine Frage. Bei den Slam Attacks Rumble, da stehen ja gar keine Zahlen dazu. Also in welcher Reihenfolge die in der Mappe kommen. Was soll das? Warum? Wie macht man das dann? Echt einfach nur reinordnen in die Mappe oder was? Also nicht so wie bei Panini oder dann wie bei Tops bei einem Match Attacks oder Adrenalin. Oder wie jetzt hier bei Slam Attacks. Da gibt es ja dann auch die Nummern. Ja, das ist natürlich scheiße. Das finde ich ja jetzt ein bisschen blöd. Und das ist ja doof. Jo, Patrick, mach mal. Mein Lieblingsringer ist The Rock. Page ist geil, ja. Aber ich finde Becky Lynch oder die Bella-Zwillinge noch ein bisschen heißer. Ja. Bestimmt. Stimmt, Jens. Sie ist doch zu. Wieso ist doch da? So. Ja, Wahnsinn, voll cool. Bin auch dafür ein Loser genannt worden bei YouTube. Tja.
Schöne Blümchen, du Loser. Ja, voll geil. Schon wieder alle. Alter, Netzwerke, willst du mich verarschen? Keiner. Da ist keiner auf dem Trikot. 111 auf YouTube. Nee, 111, Patrick. Cool. Was machst du auf YouTube? Supercard oder? Servus David Blitz. Ja, man muss ja einen ausgeben. Hier geht's mir auf den Sack. So besser. Ich habe eh kein Instagram. wieso machst du Pause? Oder was hast du davor gemacht? K266 heißt der Kanal. Achso, was hast du vorher gemacht, also auf YouTube, also was für Videos? Let's Plays oder Vlogs oder Pornos oder... Na, Schmarrn, war ein Witz. Zwei, sechs, sechs. So wie hier im Stream. Ja, doch, Paulus. Was für Let's Plays? Servus, Casual-Fan. Ja, das ist nur nicht zum Play-Level voll machen. Das ist nicht das Aktuelle. Also, da müsste noch ein Kevin Owens Pro habe ich dann. Dann habe ich noch einen Finn Balor. Dann muss ich aber noch die Play-Level voll machen. Aha. Wieso schlechte Quali? Was meinst du mit schlechter Quali? Thank you.
Okay. Mit was nimmst du auf? Mit OBS dann, oder? Also von PC. Vom PC mit OBS so. Doch. Oh, da muss ich aber mit Facecam dann spielen, ne? Sliver. Wie kommst du darauf, dass ich noch nicht so lange zocke, Kasualfan? Servus Wölfi 2004, willkommen im Stream. Schauen wir hier oben. Und bei Exhibition brauche ich nicht cashen. Ja, kann ich machen, Jens. Muss ich aber mal Zeit haben. Jetzt warte kurz. Ich muss den Casual-Fan erstmal zeigen, was ich für Karten habe. Na, Eventkarten bin ich zu schlecht. Ich bin erst Survivor. Das bringt mir ja nichts. Wieso wohnen die Bayern-Fans sind? Warum wurden die Bayern-Fans im Sport unter die Dusche gesetzt? Haben die. Na, Eventkarten habe ich keine, ne? Weißt, das ist ja das Problem. Warum soll ich cashen für unnötig Kohle, wenn ich den dann trotzdem nicht holen kann, ne? Also, zum Beispiel in der letzten Roto Globi war ja Kevin Owens und den habe ich geholt. Und das war mein Ziel und die WrestleMania-Karte, ja. Da hätte ich halt noch was machen können, aber ewig lang da rumzuzocken mit plus 1 an oder plus 2er Matches, da habe ich auch keinen Bock. Ach so, alles klar, Barry. Hallo Gamo World. Und ich will jetzt hier endlich einen scheiß Kevin Owens hier Pro haben, damit ich den, also, ne, Pro kann. Und die Belly auch. Und in der Roto Globi war ich noch legendär plus plus. Vor 2 Wochen. Und da brauche ich nicht anfangen, um die Eventkarte zu spielen. Das ist Schwachsinn. Das Team heißt Allianz. GER, also Deutschland. Ja, deswegen, es ist einfach. Aber ich zocke Ultimate Team und so weiter. Ja, klar, aber PCC kannst du sowieso in die Tonne treten. Das zocke ich sowieso nicht.
Da musste ja unendlich Stunden daran sein und ich habe Familie, ich habe Arbeit und ich möchte noch was anderes zocken als Supercard den ganzen Tag. Nee. Never ever. Echt, Ultimate Liga 2, krass. 5000, Alter, ja. Barrier da. Nee, also PCC ist der reinste Schrott. Ja, aber wenn euch das liegt, ist es okay, aber mir liegt es überhaupt nicht. Wenn ich arbeitslos wäre, okay. Ich nicht, ich hasse PCC. Vor allem irgendwann penne ich einer mit dem Handy in der Hand und oh ne. Das hat mich jetzt nicht so gemeint mit arbeitslos. Ich meinte, wenn ich PCC, wie soll ich jetzt sagen, also wenn ich jetzt PCC spielen würde, dann müsste ich arbeitslos sein, damit ich das schaffen würde. Das hat jetzt nichts damit zu tun, nur bei mir. Ne? Wie gesagt, müsste ich arbeitslos sein, keine Familie haben und ja. Ja gut, aber bei der Roto glaube ich, schaffe ich ja zum Beispiel Survivor. Das ist ja schon okay. Und ich glaube, das nächste Mal kann ich schon die WrestleMania angreifen. Kommt halt drauf an, ob ich immer Zeit habe. Ne? Das ist halt immer. Das ist das halt das Mist daran. Jens, jetzt mach es mal Pause mit was schicken. Sollst nicht deine ganzen Karten mir, ne? Aber wenn du es gerne machen willst, mach es. Ich würde mich freuen, aber du musst nicht, ne? Also. Ich will hier keinen zwingen. Alles klar, Barry. Ja, jetzt dann, wenn ich den Kevin Owens gepolt habe, also ich war legendär plus plus. Legendär plus plus war ich und wenn ich jetzt den Kevin Owens gepolt habe, dann noch die Bailey auf legendär plus. Auf legendär, also legendär pro, müsste ich ja eigentlich auf Survivor sein, also müsste ich ja mindestens hier sein. Und da ich ja schon mit bei WrestleMania noch mit plus 3 gut durchgekommen bin, bis boah. Lasst mich lügen, bis 20, 30, 40 Punkten und dann habe ich aber aufgehört. Glaube ich, könnte ich es schon schaffen. Mache ich, Jens, mache ich. Aber es ist halt die Frage, ob der Anführer dich nimmt, ne? Ja, außer jetzt bei der World of Glory noch nicht. Da ist unser Team noch ein bisschen zu schlecht. Ansonsten bei Ring Domination holen wir sie. Da holen wir sogar die Survivor. Und eventuell die Leck-Karte. Ja, wird eng, oder? Noch 80 Punkte. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht, Jens, aber kann ja sein.
Er nimmt lieber welche aus Facebook als von YouTube oder sowas. Mai, wo es die WrestleMania-Karte noch nicht gab, haben wir auch die Survivor mal geholt, ne? Bloß jetzt am Anfang ist es halt scheiße. Schau mal hier bei mir, ich honke mit legendären Dieben rum. Das ist einfach scheiße. Ich kann ja mal das Deck zeigen von unserem Team. Ja, Kart hat meine Handynummer. So. Da kannst du jetzt mal das Team Deck sehen. Wieso fragst du nach der Nummer, Jens? Wie gesagt, wenn jetzt mal scheiß Steven weg sind, dann sieht es schon natürlich wieder ganz anders aus, aber so. Was, 100 Euro? Hallo? Ein bisschen mehr springen lassen, Jens. Bin nicht so billig. Das nächste Doofe ist. Ich komme einfach beim King of the Ring nicht weiter, gerade bei Survivor. Das ist der Scheiß. 1000, hallo? Ja, ich habe halt keine Survivor-Pulse. Erst jetzt halt von Baylor und Kevin Owens. Aber die muss ich jetzt erstmal playleveln. Und ich habe leider meinen letzten Pull von Survivor ja, vertan, da ich da vor 2 Wochen in der World of Glory ja auf Legendär Plus Plus war und da meine legendäre Edge-Karte gezogen habe. Und hier, wie gesagt, ja auch Survivor bin. Ich mach das fruchtig. Aber so langsam müsste jetzt dann. Vielleicht kommt. Na, nee, ich glaube. Na, weiß nicht, vielleicht gibt's da dann. Ja, gerne, gib rüber, Kasual finden. Ja, kannst du machen, Jens. Frag Patrick nach meinem Skype-Namen. Wieso, wie viele Spiele fehlen da noch?
Na, der hat dann. Hast du dich schon bekommen? Glaub nicht. Ja, kannst du auch machen. Danke, Jens. Hä, wie viel spielt Patrick? 28.000? Ja, Casual-Fan. Ach, 8.000 Spieler meinst du, oder? Alles gut, Jens. Ach, 2.800, okay. Oh, der arme Patrick ist müde. Oh. Ja, ich habe 6.500 bald. Und bin schon Survivor. Der Helmut. Wie alt bist denn du, Helmut, wenn ich fragen darf? 2001er Jahrgang. Ja, und hilft trotzdem nichts. Okay. Ach so. Jens, alles klar. Gute Nächte, Jens. Ja, kann ich verstehen. Hatte der zwei Events? Eventkarten? Nacht, Jens. Hat ja schon zwei Eventkarten bekommen, der Roman Events. Okay. Boah, ist The Rock echt der schlechteste. 8 Monat-Ferien, danke für dein Follow. Sehr schön, Barry. Ach so. Muss man den kennen, den Kaber? Oder?
Sandor. Solange man mich nicht kennt, muss ich ihn auch nicht kennen. Ach, das ist Kabayashi. Ach so, ja, den kenne ich. Ach so, Kaba. Okay. Gut, danach den. Jetzt schleich dich halt mal. Casual-Fan, danke für dein Follow. Barry, bist das wirklich du? Ah, ihr seid's auf episch, ne? Oder? Genau, Torben war das mit dem. Ja, wie, die Spiele sind noch vom alten Eck. Nee. Was ist das schon wieder? Oder wer ist das? Ach so. Das ist erste Season, da gab es noch gar kein Team. Hä? Ja, aber du bist ja ultra selten. Zieh ich grad gar nicht mehr durch. Ja, aber doch nicht die Karten. Alles klar. Hau rein. Gut Sechtle. Ich hab morgen frei. Dann bist du ja super ultra selten. Ich sehe jetzt gerade gar nicht mehr durch. Ach so. Ja. Das habe ich gemacht. Leider ist es ja nicht so. Wieso ist morgen ein langer Abend? Morgen Abend wird FIFA gezockt, Patrick. Donnerstag habe ich auch noch frei. Aber, Barry, aber... Was sind da Season 1 Karten? Wo hast du deine Season 2 Karten? Achso, du hast da auch keine Schuhe, das stimmt. Stimmt, und Sven auch nicht, und David auch nicht, geil.
Oh, muss ja auch noch das Bier kalt stellen für morgen. Uiuiui. Aber du bist. Ach so, du hast ja geschrieben, du hast ein halbes Jahr Pause gemacht oder so, ne? Also du hast jetzt erst angefangen mit Supercard zu spielen, oder? Okay, ich dachte, du wärst jetzt schon legendär oder was weiß ich. Alles klar, sorry. Nee. Sieger der Herzen, mein Lieber. Hast du jetzt extra einen Account erstellt, dass du in den Streams reingehen kannst oder was? Erstmal danke für den Follow. Ach, wieso ist denn? Wieso denn? Ach so, soll das heißen Instagram? Und nicht dein Team? Ja, dafür verliert er dagegen Real Madrid. Mal schauen, muss ich mir noch überlegen. Ich weiß nicht, wenn ich Instagram habe, weiß ich nicht, was ich da posten soll. Was sagst du mir jetzt, wo ich wieder beim Exhibit. Achso. Achso, der Atletico-Fan. Gott sei Dank gibt es zu, dass Bayern besser war. Ja, ich hab Skype. Patrick schickt dir die Kontaktdaten. Ja, aber Twitter, wer wird mir denn folgen? Keine Sau. Servus Legged Space. Aber Torres, Elfmeter war kein Elfmeter, es war außerhalb des Elfers. Sei ehrlich. Ja, musste K266 fragen. Er kennt den Namen. Ach so. Sorry, habe ich vergessen. Okay. Dann gib ihm bitte den Barry. Okay.
Er schreibt ja gleich, Barry. Er hat geflüstert, bestimmt. Nee, oder Dom, bist du das? Nee, sonst wird er nicht Lukas Army heißen. Nee, 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 nee. Ja, ich hab's gerade aus Skype, deswegen werde ich es dann später sehen. Okay, bist legendär. Naja, ist doch okay. Ja, und außerdem, Dom ist ja in unserem Team. Nein. Und Barry, ich bin kein Nazi, wieso? Wie kommst du drauf? Ja. Tut mir leid, dass ich da in diesem Jahr geboren bin. Ganz ehrlich, wo ich den Twitch-Account gemacht habe, wusste ich noch nicht mal, dass die 88 als Heil Hitler bezeichnet wurde. Das wurde mir erst halt dann erklärt. Scheiße. Hallo, ich habe mehr Tore bei Pro Club. Das glaube ich nicht, dass Atletico Madrid Champions League Sieger wird. Ist jetzt schlimm, dass ich kein Nazi bin? Na, ich wusste wirklich nicht mit der 88. Okay. Na.
Glaube ich nicht. Das kann nicht sein, oder? Jetzt kommt der nächste Atletico-Fan. Oh Mann. Toll. Zum Beispiel bei meinem YouTube-Account heiße ich ja Steffo. Ich weiß nicht, warum ich hier bei Twitch nicht Steffo genommen habe. Entweder es gab den nicht oder... Ich weiß nicht, warum ich da die 88 hingemacht habe. Kann ich nicht sagen. Ja, würde ich auch sagen. Wie kommst du nach Liverpool? Boah, ich... Wenn ich überhaupt noch hier Punkte machen kann, ey. Oh, habe ich gewonnen? Oh, krass. Ich dachte, ich hätte verloren. Okay. Dann wünsche ich dir schon mal viel Spaß. Bitte. Nee, kann ich nicht. Muss, soll ich die kennen oder muss man die kennen? Danke dir. Oh, ich habe gesehen, DWW kommt sogar nach München in die Olympiahalle. Habe ich mir schon überlegt. Vielleicht gehe ich dahin. Hallo, wie gesagt,
Solange mich keiner hier kennt, kenne ich keinen anderen. Nee, kenne ich wirklich nicht. Nee. Ja, aber ich glaube, das ist im November und im November meine Eltern Geburtstag und. Okay. Ach so. I see, well, ja, okay. Okay, alles klar. Ja, stimmt, der war mal hier im Stream drin. Hat aber kein Follow da gelassen. Ja, den Vogel kenne ich. Genau, Patrick. Ich weiß nicht, was ihr so toll findet an dem Mist angezockt. Ja, du hast auch einen Knall, Patrick. Ich gewonnen? Hey. Ich krieg das schon gar nicht mehr mit. Ich weiß nicht, wie lange. Ich glaube, es geht noch 3 Stunden, oder? Ja, es müsste es schaffen. Ja, Patrick, ich sag nur die Wahrheit. Ja, 3 Stunden. Aber ich muss schon sagen, der Hecke und Tim sprechen auch ein bisschen, gell, Patrick? Ja, ich meine da nur.
Ja, ich auch. Letztes Mal war ich, glaube ich, Vierter. Ja. Ich glaube, es waren 100 Punkte Unterschied, ne? Sehr schön, Tom. Wie viele Punkte noch? Okay, mein Netzwerk. Hör auf. Ich warte, ich habe Zeit. Natürlich der letzte Pick. Boah, jetzt habe ich mich gerade erschrocken, Alter. Puh. Ich bin Survivor. Lukas Army, danke für den Follow. Brauche ich eh nicht. Swagger. Da habe ich heute 15 Follower dazu bekommen. Krasse Scheiße. Nee, machen wir es mal so. Zwerger brauche ich aber nicht.
warte auf meinen Survivor-Pull. Ach, jetzt kommt hier Tempo, ey, mir. Leck mich doch. Ach man. Ja, wird schon Patrick. Das kann's nicht sein, ey. Und wie viele Spiele, wie viele Punkte hast du jetzt noch vor dir, Torben? Servus, Nico WWE. Sehr schön. Ich hab 476. Ja, dann häng die rein, Nico. Achso. Nee, schlafen wir leider nicht mehr, Nico. Da jetzt nur noch zwei Leute von uns spielen. Und in zwei Stunden mit jeweils ein, zwei Matches. Kannst du knicken. Wenn du dann die Playlevel voll hast, kannst du dann uns schicken den Apollo-Kurs, gell, Tom? Ja, unverdient leider raus.
Hell zu Payback? Patrick, was ist mit Payback? Meine beste Karte ist zurzeit Shawn Michaels Survivor Pro. Alles klar, Torben. Patrick, was meinst du mit Payback? Richtig. Oh, 4 Punkte noch. Na, ich glaube, das setten wir auch nicht, weil schau mal, ich verliere auch ab und zu die Einzelspiele. Der Spiel, ja. Ich weiß es nicht, also schwierig zu sagen. Hä? Wo hast du mir ein Bild geschickt? Habe ich falsch ausgewählt. Oh. Servus, Lukas Army. Wo hast du mir ein Bild geschickt, Patrick? Okay, jetzt ja. Nico, danke für dein Follow. Ja, okay. Ja, okay. Ja, sorry. Kein Platz mehr im Flieger gehabt. Aber nur weil du es bist, Torben, ja? Nur weil du es bist, Torben, mache ich dir mal kurz einen Apollo Crews Sam rein, wenn das Internet öffnet. Hallo? Kleinen Moment. Ja, was denn jetzt? Nein, ich mache jetzt nur ein Lied und dann nehmen wir das hier, das hat am meisten. Huch. Passt das so, Tom?
Okay, cool. Hallo Piti. Alles klar, Patrick. Ich mache auch nicht mehr so lang. Bitte schön, Torben. So, wie weit bist du jetzt hier, Bailey? Hm? Meine kleine Bailey. Oh. Ich mach glaube ich gleich wieder die Musik an. Damit du das Tic-Tac nicht hörst. Noch zweimal hätte. So, wie kann man denn jetzt noch? Hauptsache, ich habe noch mal zweimal Edge. Wahnsinn. Man kann ja aber nicht sehen, wie spät es ist. Hey, poor Barry, schafft's er noch.
Alles klar, Tom. Danke dir und schlaf gut. Alles klar, Felix. So, der Vogel auch fertig. Wo ist er? Hä? Nee, oder? Da was für Karten habe ich denn hier noch? Oh Gott. Summer Ray. So, ich mache auch nur noch ein Spiel. Und dann suche ich jetzt auch Feierabend. Schauen wir mal, wie viele Spiele ich noch brauche für die Ladderbelohnung. Immer noch so viel. Hundert. Alles klar, Patrick. Bis morgen dann. Und in die Kiste, natürlich. Die will ich nicht vor der Bettkante schubsen. Oder was meinst du jetzt? Ja. Servus, Mertens. Profitesa, du bist ja immer noch online. Du schaust ja schon die ganze Zeit zu.
das muss man gewinnen. Hoffe ich. Och, Netzwerk, welches Pferd auf den Sack. Wehe, du brichst jetzt ab, Netzwerk, wehe. Du hast aber Glück gehabt. Jawohl, das letzte Match noch schön gewonnen. So. 3333. Gut. Schauen wir nochmal schnell auf den King of Swing. Okay, sieht gut aus. Schön. So, also Barry oder Felix und Kofi Tesa, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Ich werde jetzt offline gehen. Oh, Entschuldigung. Und schlafen gehen. Und ich hoffe, ihr seid dann beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn ich Livestreamer. Okay? Also, adios amigos, ich bin raus.